billiges Energiesparen, gehemmter Japanhandel, deutsch-deutsche Enteignung und steigende Flugpreise, das sind die Themen dieser Sendung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Thema Nummer 1, das Energiesparen. Das klappt nicht so recht, denn im ersten Halbjahr 1979 wurde mehr Energie ausgegeben und nicht weniger. Und Bonn wollte doch eigentlich 5% sparen. So war es jedenfalls auf dem Weltwirtschaftsgipfel versprochen worden. Der Zwang zum Sparen verführt nun zu allerlei Ideen, auch zu Kuriosen. Einer der zweifellos noch unausgereiften Gedanken des Bundeswirtschaftsministers ist es, zwangsweise Heizkostenverteiler in die zentral beheizten Mietwohnungen einzubauen. Das erinnert mich ein bisschen an das Motto, es muss gespart werden, koste es, was es wolle. Warum? Es ist außerordentlich bedauerlich, dass die Industrie nicht rechtzeitig Messinstrumente entwickelt hat, die auch für eine gerechte Heizkostenverteilung Sorge tragen. Die Verdunstungsmesser sind jedenfalls nicht geeignet. Das haben eindeutige Untersuchungen in meinem Unternehmen gezeigt. Ich würde kein Verständnis dafür haben, wenn die Regierung die Einführung von Verdunstungsmessern zur Pflicht machen würde. Nach dem geltenden Recht braucht der Mieter nur Maßnahmen zu dulden, die nachhaltig Energieeinsparungen bewirken. Das ist zum Beispiel bei Isolierglasfenstern eindeutig der Fall. Bei den jetzigen Heizkostenverteilern ist dies jedoch noch nicht nachgewiesen. Nur auf dem Wohnungssektor will man durch harte Verordnungen eingreifen, die nach unserer Auffassung sozial und wirtschaftlich für Mieter und Vermieter nicht vertretbar sind. Wir müssen eine Menge Energie einsparen und schnelles Handeln täte Not. Stattdessen aber erleben wir ein Verwirrspiel der Befugten und Experten. Der Streit geht quer durch die Parteien und Organisationen und im Hintergrund droht Bonn mit dem Gesetzesknüppel. Fest steht, und man kann dies gar nicht oft genug wiederholen, die privaten Haushalte und andere Kleinabnehmer verbrauchen fast die Hälfte des gesamten Bedarfs an Energie, genau 45%. Und davon wiederum verschlingt der Heizaufwand über 80%. Ein entscheidender Ansatz für wirkungsvolle energiepolitische Maßnahmen. Der Schwerpunkt heißt Wärmedämmung. Daneben aber steht die Erkenntnis, dass die Art der Heizkostenabrechnung ebenfalls erheblichen Einfluss auf den Verbrauch von Heizenergie hat. Weder die sogenannte Warmmiete noch jede andere pauschale Heizkostenabrechnung berücksichtigt den tatsächlichen Wärmeverbrauch. Sie regen den Verbraucher nicht zum Sparen an. Er hält es für sein gutes Recht, für die Heizkostenpauschale auch den gerechten Gegenwert beanspruchen zu müssen. Ein solches Bewusstsein fordert, wie die Erfahrung zeigt, zur Energieverschwendung geradezu heraus. Einzelabrechnungen der Heizkosten nach dem tatsächlichen Verbrauch erbrachten, durch wissenschaftliche Gutachten belegt, gegenüber den Vergleichsobjekten, wo weiterhin pauschal abgerechnet wurde, rund ein Fünftel an Energie- und Kostenersparnis. Auch die Technische Hochschule Aachen hat im Auftrag des Bundeswirtschaftsministers die technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten zur Energieeinsparung untersucht und die Einführung einer verbraucherorientierten Heizkostenabrechnung ausdrücklich empfohlen. Schon jetzt erhält etwa jeder fünfte Wohnungsinhaber einmal im Jahr den Besuch von einer Firma, die im Branchenverzeichnis unter der Rubrik Heizkostenverteiler zu finden ist. Eine Branche, die kräftig expandiert und bereits Zugang zu über 4 Millionen Wohnungen hat. Heizkostenverteiler heißen auch die kleinen, technisch einfachen Geräte, die jährlich abgelesen werden. Sie sind an den Heizkörpern angebracht und funktionieren nach dem Verdunstungsprinzip. Das heißt, je mehr geheizt wird, desto mehr Flüssigkeit verdunstet aus dem Verteilerröhrchen. Der Verbrauch lässt sich an einer Skala ablesen und ist mit einem Anteil von rund 60% neben den festen Kosten Grundlage für die Berechnung der Heizkosten. Das Prinzip hat sich nach Meinung der Arbeitsgemeinschaft der Verbraucher bewährt. Und sparen kann man etwa so. Wer morgens zur Arbeit geht und eine leere Wohnung hinterlässt, dreht die Heizung zurück. Folglich verdunstet weniger Flüssigkeit im Verteiler, Anzeige für weniger Verbrauch. Nach Heimkehr am Abend dreht man, je nach Bedarf, die Heizung wieder auf, verbraucht also mehr Wärme, was der Verteiler ebenfalls registriert. Die Differenzen zwischen Heizungsstärke und Wohnungswärme nutzen findige Köpfe zum Beispiel so. Sie bringen am Heizungsknopf dort eine Markierung an, womit die optimale Zimmertemperatur erreicht wird. Solche Verbraucher kritisieren aber auch die übliche Berechnung der Heizkosten, weil der individuelle Verbrauch nur etwa zur Hälfte berücksichtigt wird.
Sie fordern deshalb, den gemessenen Verbrauch, also die veränderlichen Kosten, mit einem höheren Anteil bei der Abrechnung zu berücksichtigen. Wir meinen, dass die variablen Kosten umgelegt werden sollten im Verhältnis etwa von 80 zu 20, das heißt den größten Teil nach dem, was man tatsächlich verbraucht, weil hier sich das Sparen von Energie für den Einzelnen lohnt, während sie im anderen Fall nur zum Teil lohnt und der Effekt für den Einzelnen nicht so groß ist. Wenn der Verbraucher einige Zeit nach dem Ablesetermin seine Heizkostenabrechnung erhält, ist er oft enttäuscht. Denn nach einem mühsamen Kampf durch das Zahlengewirr stellt man fest, die fixen Kosten, die Kosten, die er nicht beeinflussen kann, schlagen noch immer mit 40-50% zu Buch. Dennoch weisen die Verteilerfirmen darauf hin, dass dank ihrer Geräte die Rechnungen im Durchschnitt 20% niedriger ausfallen. Eine strittige Behauptung. Die verbrauchsabhängige Heizkostenerfassung anzuordnen, dagegen haben wir erhebliche Bedenken, weil, wenn wir uns umsehen, doch diese Geräte nicht ausgereift sind, sie manipulierbar sind. Und ich glaube, die Bundesregierung sollte ihre Hand nicht dazu hergeben, dass hier etwas Zweifelhaftes den Vertragsparteien aufgezwungen wird. Manipulierbar sind Verdunstungsmesser in der Tat. Die Luftumwälzung entzieht dem Heizkörper mehr Wärme, als an Verdunstung registriert wird. Andere Einflüsse bleiben ebenfalls unberücksichtigt. Zum Beispiel das Kleinklima im Raum oder der Montageplatz hinter einer Verkleidung. Sogar die Anzahl der Farbschichten auf einem Heizkörper können falsche Ergebnisse bringen. Wen wundert es, wenn fantasiebegabte Mieter auf die irrwitzigsten Gedanken kommen, um die Heizkostenverteilung zu ihren Gunsten zu beeinflussen? Dieser Unfug jedoch macht den Braten nur teurer. Die Anzeige stieg um 10%. Das haben Versuche bei der Technischen Hochschule in Aachen ergeben. Auch diese Wasserspiele wirkten sich negativ aus. Sie führten zu einer Mehranzeige von 12%. Der Ventilatortrick jedoch bringt ein anderes Ergebnis, und zwar ein kräftiges Absinken der Anzeige um 32%, jedenfalls mit Kaltluft aus 2 Meter Entfernung. Und nicht zu vergessen, die Ablesegenauigkeit. Das Ergebnis hängt ganz vom Betrachtungswinkel ab. Solche Geräte also sind für eine gerechte Heizkostenverteilung nur bedingt tauglich, denn sie erfassen den Wärmeverbrauch nur indirekt. Deshalb sind sie auch nicht eichfähig. Die attraktive Plombe fixiert lediglich den Montageplatz am Heizkörper. Aus derlei Unzulänglichkeiten zog man in Hattingen an der Ruhr Konsequenzen. Dort nämlich, wo fast ein Drittel der Bevölkerung in genossenschaftlich bewirtschafteten Häusern wohnt, hat die Wohnstättengenossenschaft für ihre 5.500 Mitglieder die Verdunstungsmesser wieder abgeschafft. Es entstanden völlig ungeklärt gebliebene Heizkostenrückerstattungen. Wir hatten also sehr viel Ärger mit den Genossenschaftsmitgliedern und wir mussten der Sache ganz einfach auf den Grund gehen. Das führte auch dazu, dass seither die Schlafräume mit nur noch der Hälfte ihrer Fläche in die Heizungsabrechnung eingehen. Alle Maßnahmen führten zu keinem Mehrverbrauch an Heizöl. Noch ein letzter Gesichtspunkt war maßgebend für unsere Entscheidung. Die Servicegebühren, die diese Unternehmen berechnen, betrugen seinerzeit zwischen 6-10% der gesamten Heizungskosten, sodass also insofern eine Verteuerung in dieser Höhe eintrat. In Hattingen hat man also ohne Heizkostenverteiler keineswegs mehr gebraucht und zudem noch Geld gespart. Um nun nicht missverstanden zu werden, wir sind durchaus für individuelles Energiesparen. Und in diesem Zusammenhang wird es schon aus psychologischen und auch aus praktischen Gründen notwendig bleiben, Heizkosten zu verteilen. Nur fordern wir verlässlichere Methoden und damit eine gerechtere sowie eine preiswertere Heizkostenverteilung. Im Übrigen, das Bundeswirtschaftsministerium könnte in Sachen zwangsweise Einführung von Heizkostenverteilern Opfer eines erst 1976 novellierten Gesetzes aus dem eigenen Hause werden. Im Eichgesetz nämlich heißt es im schönsten Bürokratendeutsch: Ordnungswidrig handelt, wer im geschäftlichen Verkehr Werte der thermischen Energie oder Leistung angibt, ohne sie mit einem beglaubigten Messgerät bestimmt zu haben. Heizkostenverteiler nach dem Verdunstungsprinzip sind aber, so jedenfalls die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, nicht eichfähig. Wir hoffen nur, dass dieser Widerspruch
auch im Bundeswirtschaftsministerium bemerkt worden ist. Thema Nummer 2, meine Damen und Herren, der schwierige Handel mit Japan. Wer die Berliner Funkausstellung besucht, der erlebt Japan unterm Funkturm. 85 Aussteller kommen aus dem Land der aufgehenden Sonne. Jedes vierte Hi-Fi-Gerät und jeder zweite Videorekorder, die in der Bundesrepublik verkauft werden, stammen aus japanischer Produktion. Japan beherrscht heute 70% des Weltradio- und Phonomarktes und der Kampf um den Markt in der Bundesrepublik hat eigentlich erst begonnen. Die noch engere Zusammenarbeit der beiden großen Philips und Grundig zeigt, wie ernst dieser Marktangriff aus Japan genommen wird. Nun ist Konkurrenz ja etwas Erwünschtes, wenn es Qualitäts- und Preiskonkurrenz ist. Und wenn der Wettbewerb überall zu gleichen Bedingungen ausgetragen werden kann. Daran aber hapert's. So frei die Japaner auf dem deutschen Markt auch sind, so schwierig ist es für Ausländer, in Japan Fuß zu fassen. Das Beispiel Automobil, Peter Krebs aus Tokio. Mit 7 kugel- und bombensicheren Cadillacs, für fast 2 Millionen Mark gerade aus den USA importiert, werden die VIPs durch die schwer bewachten Straßen Tokios kutschiert. Damit demonstrieren die Japaner ihren guten Willen, den Auto-Im- und Export besser auszubalancieren. Aber das wird nicht reichen. Im vergangenen Jahr exportierten die Japaner 2 Millionen Autos in die USA und importierten ganze 14.000. Für Europa ist die Diskrepanz nicht ganz so groß. Hauptimporteur deutscher Autos ist Herr Yanase in Tokio. Hier stellt er die neuen Modelle vor. Herr Yanase ist der Vorsitzende der Vereinigung japanischer Automobilimporteure und hat sich im Laufe der Jahre ein ganz Japan umspannendes Netz von Verkaufs- und Servicestationen aufgebaut. We try import more German cars to Japan. Kurz zusammengefasst, wir würden ja mehr deutsche Autos einführen, aber die deutsche Industrie kann uns nicht genug liefern. Und auf meine Frage nach den inoffiziellen Handelsbarrieren antwortet er, die gibt es nicht. Warten Sie noch 3 Jahre, dann sieht das Bild anders aus. Volkswagen, der fast die Hälfte aller deutschen Autoimporte allein bestreitet, kostet zwischen 14.700 und 18.700 Mark. Das liegt nur etwa 60% über den Preisen vergleichbarer japanischer Wagen. Audi aber, der zwischen 26.300 und 38.000 Mark liegt, ebenso wie Mercedes zwischen 39.000 und 87.000 Mark und BMW zwischen 33.700 und 74.000 Mark, liegen um ein Mehrfaches über den Preisen vergleichbarer japanischer Wagen und können also als Gebrauchsautos auf Massenbasis nie mit denen konkurrieren. Warum solche hohen Preise? Antwort der lizenzierten japanischen Importeure: Wir müssen so viel umbauen, damit die Autos den japanischen Sicherheitsbestimmungen genügen. Die japanischen Sicherheitsbestimmungen legen 8 Vorschriften für die Lampen, 13 für die Rücklichter und 13 für die Fahrtrichtungsanzeiger fest. Bei vielen Wagen müssen die Rücksitze verbreitert werden, obwohl die Japaner im Allgemeinen kleiner sind als die Europäer. Lichtstarke Lampen müssen durch lichtschwächere ersetzt werden und dann vor allem natürlich die Abgasentgiftung. Japan hat die strengsten Bestimmungen auf diesem Gebiet und der Einbau einer zusätzlichen Entgiftungsanlage, der zwar schon in der Bundesrepublik vorgenommen wird, erhöht auch den Exportpreis. Also mauern die Japaner? Nun, auch wir haben solche Sicherheitsbestimmungen für importierte Autos. Und auch die Japaner müssen an ihren Wagen einiges umbauen, wenn sie auf deutschen Straßen rollen sollen. Aber in Europa kann man einen ausländischen Wagentyp nach eingehender Prüfung generell zulassen. Das Modell an sich. Während hier in Japan immer noch jeder einzelne importierte Wagen einer einzelnen Zulassungsprozedur unterworfen werden muss. Das japanische Transportministerium verlangt, dass ein neuer Wagentyp einem 30.000 Kilometer Verschleißtest unterworfen wird. Der Test darf zwar in der Bundesrepublik ausgeführt werden, aber dann muss der Wagen zerlegt und die wichtigsten Teile müssen in Japan inspiziert werden. Seit 3 Jahren schon versuchen die deutschen Importeure, dieses Zulassungsverfahren zu ändern. Aber Japans schwerfällige Bürokratie ist nicht in der Lage, sie mit den notwendigen amtlichen Unterlagen zu versorgen. Und schließlich kommt ein psychologisches Moment dazu. Ausländische Wagen werden in Japan als Luxusware, als Statussymbol betrachtet und sollen ihren Preis haben.
Zumindest in der Vergangenheit war es so, dass japanische Importeure lieber weniger Wagen zu Luxuspreisen verkauften, als viele Wagen zu Schleuderpreisen. Der Profit blieb gleich und der Service war geringer. Die Amerikaner sind viel schlechter dran. Für einen amerikanischen Buick ermittelte eine ausländische Zeitung folgende sogenannte Listenpreise. Großhändlerpreis in den USA 15.400 Mark. Verschiffung nach Japan 560 Mark. Warensteuer und Zollinspektion 3.500 Mark. Umbau für den japanischen Markt 2.320 Mark. Verbesserungs- und Verschönerungsarbeiten 3.800 Mark. Verdienstspanne des japanischen Importeurs 8.600 Mark. Das ergibt alles in allem mit einigen zusätzlichen Kleinigkeiten den japanischen Listenpreis von 36.000 Mark. Das ist also der 2,5-fache Wert des Autos in Amerika. Amerikas Autos sind schlicht nicht für Japans Straßen gebaut, für Straßen, die häufig weniger als 5 Meter breit sind und für Autobahnen, auf denen man nur 80 Stundenkilometer fahren darf. Und die amerikanische Automobilindustrie hat es seit 10 Jahren nicht für notwendig gehalten, auch nur einen ihrer Typen dem japanischen Markt anzupassen, zum Beispiel Rechtssteuerung einzubauen, wie das die Autoindustrie der Bundesrepublik getan hat, mit deutlichem Verkaufserfolg. Und damit sind wir beim Kern des Problems. Alle Länder wollen gern hier in Japan ihre Produkte loswerden, aber mit möglichst wenig Aufwand. Einfach das Gleiche verkaufen, was zu Hause auch verkauft wird. Und solange man sich nicht entschließen kann oder will, den japanischen Markt mit einem gezielten Produkt zu erobern, eventuell auch hier zu produzieren, ein eigenes Vertriebsnetz und Ersatzteillager einzurichten und die Japaner japanisch anzusprechen, solange wird der ausländische Autoimporteur im Hintertreffen bleiben. Da liegt in der Tat ein selbstverschuldetes Handicap vieler ausländischer Exporteure, dass sie den Japanern nicht japanisch kommen, also deren Mentalität und Markt nicht so recht begreifen. Wen es übrigens interessiert, die Bundesrepublik hat 1978 rund 30.000 Autos nach Japan geliefert. In derselben Zeit sind hier bei uns 100.000 japanische Wagen verkauft worden. Unser Thema Nummer 3, die deutsch-deutsche Enteignung. An diesem Wochenende beginnt in Leipzig im Klima eines abgekühlten politischen Interesses die Herbstmesse, auf der die Bundesrepublik wiederum der zweitgrößte Aussteller ist. Dennoch ist der deutsch-deutsche Handel seit 1970 stetig zurückgegangen, von seinerzeit 10% auf heute nur noch 7% des DDR-Außenhandelsvolumens. Und auch der Bundeskanzler meinte gestern in Berlin, obwohl er grundsätzlich zu einem DDR-Besuch bereit sei, erst müssten einmal, wie er sich ausdrückte, die Gesamtumstände geeignet sein. Bei solcher Art des Umgangs miteinander ist es kein Wunder, dass eine Frage zur Randfrage geworden ist, die für viele tausend Deutsche allerdings eine Kernfrage ist. Was wird aus unserem Besitz in der DDR? Eine Provinzstadt in Thüringen. Eine Stadt wie viele andere in der DDR. Der deutsch-deutschen Grenze zum Trotz ist sie Heimat für viele geblieben, die heute in der Bundesrepublik leben. Die Bindungen sind nicht selten so eng, dass Bundesbürger in Städten wie dieser noch Häuser besitzen, weil sie selbst vor dem Kriege der Eigentümer waren oder weil sie verstorbene Verwandte beerbt haben. Es sind Grundstücke ohne Wert. Dem sozialistischen Staat war das Privateigentum an Grund und Boden von Anfang an ein Widerspruch zur Ideologie der klassenlosen Gesellschaft und daher ein Dorn im Auge. Entsprechend handelte er. So kommt es, dass die Auswahl der Hausbewohner in staatlicher Hand liegt, dass Mieterhöhungen nicht möglich sind, dass Hausbesitzer nicht wissen, wovon sie die fälligen Reparaturen bezahlen sollen. Bundesbürger mit Grundbesitz in der DDR sind von staatlichen Zwangsmaßnahmen häufig besonders benachteiligt. Daran haben auch die Verträge zwischen Bonn und Ost-Berlin bisher nichts ändern können. Für Zwangsmaßnahmen der DDR kann die Bundesregierung keine Verantwortung übernehmen. Darüber ist bei Abschluss des Grundlagenvertrags auch gesprochen worden, aber da konnte keine Einigung erzielt werden. Es lässt sich auch nicht absehen, wann wir
in erfolgreiche Verhandlungen über diese Dinge mit der DDR werden eintreten können. Dem innerdeutschen Minister Egon Franke war es wohl peinlich, in der Öffentlichkeit den Misserfolg der Bonner Bemühungen in dieser Frage einzugestehen. Die Hilfe, die Bonn den Betroffenen geben kann, ist trotz guten Willens gering. Kann ein Bundesbürger überhaupt das Recht an seinem DDR-Grundstück verteidigen? Wichtig ist natürlich, dass er sich informiert, dass er weiß, wie die Vorschriften der DDR sind, dass er sich überhaupt um seine Sache kümmert. Denn wenn er sich nicht darum kümmert, dann gibt es Möglichkeiten der DDR einzugreifen und Maßnahmen durchzuführen, mit denen er dann eben nicht einverstanden ist. Für solche Beratung zuständig ist insbesondere das Gesamtdeutsche Institut, aber natürlich auch das Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen. Wenn Fälle besonders schwierig sind, können wir auch anwaltliche Hilfe vermitteln. Also wir können dann die Anschriften von DDR-Anwälten mitteilen und